Hallo und herzlich willkommen, verehrte Nerds. Ich bin Markus von Hauptsache Nerdy und wie versprochen kommt in dieser Woche mein Kampagnen-Preview zu Mutant Genesis in Marvel Champions raus. Ich habe mich aber dazu entschieden, es in zwei Parts zu machen, weil niemand möchte unbedingt einen Anfänger über 20 Minuten reden hören. Und da dachte ich, mache ich das in zwei Happen und der zweite Teil kommt in den nächsten Tagen raus. Meine Gedanken zu der Kampagne sage ich dann am Ende. Nochmal, bis also zum Ende dieses Videos, was ich bisher sehe. Aber trotzdem, ja. Fangen wir direkt an. Der erste Gegner ist Sabertooth. Er ist ein Schurke, Plan 1 mit Sternchen, Angriff 2 Sternchen, 13 Lebenspunkte pro Spieler. Bruderschaft der Mutanten, den gehört er ja an. Erzwungene Reaktion. Nachdem Sabertooth gegen dich aktiviert wurde, lege die oberste Karte des Begegnungsdecks ab. Heile Sabertooth um so viele Punkte wie Boost-Symbole, der auf diese Weise abgelegten Karte. Deutsch ist schon eine schwierige Sprache. Ja, bei ihm geht es hauptsächlich darum, dass er Robert Kelly jagt. Robert Kelly ist ein Verbündeter, also ihm hat in seinem Begegnungsdeck Verbündeter, Widerstand kein, Angriff kein, 9 Lebenspunkte, ist ein Senator. Ein Senator übrigens wirklich gegen Mutanten vorgeht und sowas, also in der Serie und in den Comics. Der erste Spieler kontrolliert Robert Kelly. Er zählt nicht zum Verbündeten-Limit und es können an ihm keine Karten angelegt werden. Also man kann quasi kein Voltron-Deck denn dafür machen. Erzwungene Unterbrechung. Wenn ein Gegner einen unverteidigten Angriff gegen dich macht, verursacht den Schaden an Robert Kelly. Da macht es Sinn, dass beide Hero-Decks, die mit der Box kommen, einfach sehr tanky sind, weil man doch was verteidigen muss. Ah ja. Das immer Sabertooth hat hauptsächlich an Robert Kelly abgesehen. Daher auch sein Plan ist gejagt von Sabertooth, Beschleunigung 1 pro Spieler, erzwungene Reaktion, hat übrigens keine Zielbedrohung. Nachdem der erste Schritt der Schurkenphase abgehandelt wurde, verursache 2 Schaden an Robert Kelly. 3 Schaden, wenn hier mindestens 6 Bedrohungen pro Spieler liegen. Während Finde Senator an Robert Kelly angelegt ist, behandelt diese Box, als sei sie leer. Wenn Robert Kelly das Spiel verlässt, habt ihr verloren. Das ist quasi Lose Condition. Nicht wie viel Bedrohung, sondern wie viel Schaden Robert Kelly bekommt. Für den Senator ist ein Nebenplan, hat ein Krisensymbol und hat 5 Bedrohungen pro Spieler. Robert Kelly kann weder geheilt werden, noch Upgrades angelegt bekommen. Werden besiegt. Der erste Spieler legt von diesem Plan Robert Kelly ab und übernimmt Kontrolle über ihn. Bringe den Hauptplan 2A ins Spiel, drehe diese Karte um und lege sie neben den Hauptplan. Die andere Seite dieser Karte ist, jemand Protect the Senator, also beschützt den Senator. Umgebung, Mission. Robert Kelly kann weder geheilt werden noch Upgrades angelegt bekommen, immer noch nicht. Heldenunterbrechung. Nachdem dein Held gegen einen Angriff von Sabertooth verteidigt, gebe irgendwelche 2 Ressourcen aus, mache deinen Held spielbereit. Nur der Spieler, der Robert Kelly kontrolliert, kann diese Fähigkeit auslösen. Ist sehr schwierig, wenn man mit Colossus spielt, weil er nur im Handkartenlimit von 4 hat, aber trotzdem krass. Sentinel, Schurke. Also, ach, das ist der nächste Schurke, wenn man Sabertooth besiegt hat. Sentinel Schurke, Plan 2, Angriff 2, 16 Lebenspunkte pro Spieler. Zähigkeit, wenn aufgedeckt, also Zähigkeit bedeutet, dass er sofort eine Zähigkeitskarte kriegt. Der erste Spieler durchsucht das Begegnungsdeck und den Ablagestapel nach einer Kopie von Abduction Protocols neben Plan und deckt ihn auf. Mischen. Abduction Protocols. 2 Bedrohungen, Hindernis 2, Sieg 2. Wenn siegt, der Spieler, der diesen Plan besiegt hat, nimmt einen zufällig zur Seite gelegten Captive Verbündeten und bringt ihn unter seiner Kontrolle ins Spiel. Hat ein Krisensymbol. Boom Boom ist einer dieser Captives. Verbündete, Widerstand 1, Angriff 1 zu Sternchen, 3 Lebenspunkte. Reaktion: Nachdem Boom Boom einen Gegner angegriffen hat, platziere eine Bombenladung auf ihn. Am Ende der Spielerphase entferne alle Bombenladungen und verursache an jedem Gegner 2 Schaden für jedes von ihm entfernte Bombenladung. Ein anderer Captive ist Cannonball, Verbündeter, Widerstand 1, Angriff 2 mit Sternchen, 3 Lebenspunkte. Cannonball bekommt minus 1 Folgeschaden, nachdem er einen Schergen angegriffen und besiegt hat, was eigentlich ganz cool ist. So, wenn man. Natürlich haben die Sentinels auch einen Hauptplan, nämlich Knight of the Sentinels. Hauptplan, eine Bedrohung pro Spieler, eine Beschleunigung pro Spieler. Auch dieser Plan hat wieder eine eigene Lose Condition und nicht im Sinne von so viel Bedrohung muss drauf, dann habt ihr verloren. Operation Zero bekommt permanent.
Das heißt, man kann den Nebenplan nicht wegmachen, indem man Widerstand leistet. Erzwungene Reaktion. Nachdem Bedrohung hier platziert wurde, wenn es mehr als 5 Bedrohungen pro Spieler sind, legt der erste Spieler seine oberste Karte vom Deck, verdeckt unter Operation Zero Tolerance, dann entfernt er 5 Bedrohungen pro Spieler von diesem Plan. Operation Zero Tolerance, immer die Lose Condition hier, Nebenplan 3 Bedrohungen pro Spieler. Erzwungene Reaktion. Nachdem ein Gegner angreift und einen Verbündeten besiegt, platzieren den Verbündeten verdeckt unter diesem Plan. Wenn X Karten verdeckt unter diesem Plan sind, verlieren die Spieler Spiel. X ist 3 mehr als die Anzahl der Spieler. Ja, wenn man die Sentinels besiegt hat, kommt die Master Mode. Das ist natürlich der nächste logische Schritt, ne? Ist ein Schurke, Plan 1 im Sternchen, Angriff 2, 2 Flexpunkte pro Spieler. Ist zwar sehr niedrig, aber trotzdem der fieste. Und das erfahrt ihr gleich. Stalwart, ich wusste jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, weil ich hier Galaxy's Most Wanted nicht habe. Aber es bedeutet eigentlich, dass er nicht verwirrt und nicht betäubt werden kann. Zähigkeit. Erzwungene Unterbrechung. Wenn Master Mold gegen dich den Plan vorantreibt, lege Karten vom Begegnungsdeck ab, bis ein Sentinel-Schurke abgelegt wurde. Bringe diesen Schergen gegen dich ins Spiel, also mit dir im Kampf verwickelt, gib Master Mold keine Boostkarte für diese Aktivierung. Dann gibt die Sentinel Factory oder die Sentinel-Fabrik Hauptplan. Zielbedrohung ist 6 Bedrohungen pro Spieler, Bedrohung 1 pro Spieler, also Startbedrohung und Beschleunigung 1 pro Spieler. Jeder Sentinel-Schurke bekommt Wache. Da macht Kitty Pryde eigentlich schon sehr viel Sinn, sie mitzunehmen, also mit ihrem Deck aufzubauen. Wenn aufgedeckt, jeder Spieler legt Karten vom Begegnungsdeck ab, bis er einen Sentinel-Schurken ablegt. Dieser kommt mit dem Spieler im Kampf ins Spiel, also im Kampf verwickelt. Ich wusste jetzt nicht einmal, wie es hieß mehr. Unit Upgrade. Eine Verstärkung plus 1 Plan plus 1 Angriff Sentinel Tag. Lege diese Karte an einen Sentinel Schergen ab. Ansonsten bekommt diese Karte Nachrüsten. Angelegter Scherge bekommt 2 Lebenspunkte plus 2 Lebenspunkte und Vergeltung 1. Boost, lege es an einen Sentinel Schergen an. Und Master Mode kommt auch noch mit Stun Beam. Plus 1 Angriff Sentinel Tag ist eine Verstärkung. Lege Stun Beam an einen Sentinel-Schergen an, ansonsten bekommt diese Karte Nachrüsten. Erzwungene Reaktion. Nachdem der angelegte Scherge einem Charakter Schaden zufügt, betäube den Charakter. Also immer durch Master Mode und Sentinel Factory wird schon sein, dass man ziemlich durch das Begegnungsdeck wahrscheinlich brennt. Das heißt, das Risiko ist sehr schnell. Sehr viele Beschleunigungsmarken doch raufkommen, ist gar nicht so niedrig. Und das heißt, man muss wirklich versuchen, schnell zu machen. Hier Sentinels und also Knight of Sentinels und Master Mode teilen sich ein modulares Set, nämlich Zero Tolerance. Hier sind immer sehr viele Sentinel-Schergen anscheinend dabei. Sentinel Mark 2, Scherge, Plan 1, Angriff 2, Lebenspunkte 2, wenn aufgedeckt, wenn Operation Zero Tolerance im Spiel ist, bekommt Sentinel Mark 2 aus Nachrüsten. Andernfalls durchsuche das Bedienungsdeck und den Ablagestapel nach dem Operation Zero Tolerance neben Plan und decke ihn auf. Mischen. Hier ein weiterer Scherge, Sentinel Mark 6, Scherge, Plan 2. Angriff 2, 6 Lebenspunkte. Quick Strike, ich habe das deutsche Wort nicht benutzt. Das heißt, wenn er wird sofort im Kampf verwickelt und wenn der Held, mit dem er im Kampf verwickelt ist, nicht in der Alter Ego Form ist, dann greift er sofort an. Boost 6, wenn Targeted for Elimination an eine Identität angelegt wurde, weise diese Karte als verdeckte Begegnungskarte diesem Spieler zu. Energy Barrier ist eine Verstärkung, plus 2 Angriff mit Sternchen. Lege diese Karte an einen Sentinel-Schergen an, ohne Energy Barrier bereits angelegt zu haben. Und gib ihm eine Zähigkeitskarte. Andernfalls bekommt diese Karte Nachrüsten. Erzwungene Reaktion. Nachdem der angelegte Schurke angegriffen hat, gib ihm eine Zähigkeitsstatuskarte. Ist sehr fies, wenn man zum Beispiel an Sentinel Mark 6 hat, weil er schon 6 Lebenspunkte hat, dann hätte er immer 18 und einfach, es wäre sehr schwer down zu machen. Ja, waren jetzt die ersten drei
Begegnungen von den fünf von Mutant Genesis. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Es ist sehr on point, also wirklich sehr authentisch mit den Comics und den Cartoons. Ich habe, wie ich schon im letzten Video sagte, ich habe es als Kind geliebt damals. Und ich liebe es eigentlich immer noch. Und es ist sehr toll, dass einfach auch das mit den Sentinels, das ist so authentisch umgesetzt ist. Die sind einfach da, sie entführen Mutanten. Und man versucht eigentlich, das aufzuhalten. Und ich meine, das passiert direkt in der ersten Folge von damals, von dem Cartoon. Da haben sie versucht, Jubilee zu entführen. Und die X-Men sind eingeschritten. Haben aber dann später Morph bekommen. Also die Sentinels. So, im Part 2, was in die nächsten Tage kommt, da geht es dann um die Bruderschaft der Mutanten. Das ist immer dann die vierte Begegnung bei Mutant Genesis. Und natürlich Magneto. Ja, hat euch das Video gefallen? Dann lasst gerne ein Like oder auch Kommentare. Ich bin auch für Kritik offen. Ich habe voll Bock drauf auf dieses Projekt. Und ja. Und schreibt mir gerne in den Kommentaren, mit was für Decks und ihr gegen die Kampagne spielen würdet. Das würde mich einfach mal interessieren. Dann bye bye und einen schönen Tag noch.